Thema Ungleichungen. Ihr habt eine Ungleichung gegeben, so beispielsweise oder so, und ihr müsst die Lösungsmenge bestimmen. Also ihr müsst alle x-Werte bestimmen, die sozusagen die Bedingung erfüllen, also die hier eingesetzt insgesamt ein größerer Wert als 0 ergeben, größer 0. Wie geht man da vor? Ich habe das so in drei Schritte aufgeteilt. Zunächst betrachtet man die Ungleichung einfach als Gleichung. Also man setzt statt diesem Ungleichheitszeichen einfach ein Gleichheitszeichen und löst die Gleichung. Also ich bringe hier die 2 auf die andere Seite, teile durch 4 und habe raus x gleich 0,5. Jetzt weiß ich, dass ich für den x-Wert 0,5, dass ich hier einen Wert von 0 bekomme. Ich möchte aber alle x-Werte ermitteln, bei denen ich einen größeren Wert als 0 bekomme. Dazu kann man das so vorgehen, dass man die Gleichung als Funktionsterm sieht und das Schaubild einzeichnet. Ne? Also hier habe ich ja diese Gleichung hier, 4x minus 2. Das ist ja sozusagen eine Gerade, Achsenabschnitt minus 2, Steigung plus 4. Und jetzt sehe ich also zunächst mal meine x gleich 0,5 finde ich als Nullstelle wieder. Na, ist ja klar, das ist ja der x-Wert, bei dem der Term insgesamt den Wert 0 hat. Auf der y-Achse sieht man. Und ich möchte jetzt ja aber alle x-Werte bestimmen, bei denen ich einen größeren Wert als 0 habe. Und ihr seht, das sind alle x-Werte, die größer wie 0,5 sind. Hier hat die Gerade positive y-Werte, hier ist die Gerade oberhalb der x-Achse. Also durch die Betrachtung im Koordinatensystem sehe ich, dass ich größere Werte als 0 habe, wenn ich rechts von 0,5 bin, und das notiere ich dann genau als Lösungsmenge. Man kann den zweiten Schritt, also dieses Einzeichnen ins Koordinatensystem, auch umgehen. Das habe ich hier unter beschrieben, hier, indem er einfach, ne, also wenn ihr hier seid, dass ihr x gleich 0,5 raus habt, dann setzt er einfach zum Beispiel mal einen größeren Wert ein als die 0,5, zum Beispiel 1. Rechnet raus, was rauskommt. 4 mal 1 sind 4, minus 2 sind 2. Also die 1 ist ein guter Wert, die erfüllt die Ungleichung. Und dann wisst ihr, aha, alle Werte rechts von 0,5 erfüllen die Ungleichung und alle Werte links dann somit nicht. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Zweite Ungleichung. Jetzt wird es schwieriger. Ihr sollt alle x-Werte erfüllen, die eingesetzt einen Wert kleiner oder gleich 0 ergeben. Wieder wie im Beispiel a zunächst mal als Gleichung sehen, dann seid ihr hier. Schaut euch die Gleichung an, das ist eine Gleichung, die schon in Produktform gegeben ist. Ihr müsst sie jetzt nicht ausmultiplizieren und dann wieder ABC-PQ-Formel machen. Ihr könnt direkt den Satz vom Nullprodukt anwenden, die erste Klammer gleich 0 setzen, die zweite Klammer gleich 0 setzen. Wenn ihr diese erste Klammer gleich 0 setzt, x plus 3 gleich 0, dann bringt ihr auf die 3 auf die andere Seite und habt eine erste Lösung von minus 3. Rechts x minus 1 gleich 0, die 1 auf die andere Seite bringen, dann habt ihr eine Lösung von plus 1. Also ihr habt jetzt schon mal zwei Lösungen. Okay, und jetzt ist die Frage, welche x-Werte erfüllen denn die Ungleichung? Diese Werte sind auf jeden Fall schon mal wichtig. Zweiter Schritt, ihr zeichnet es ein. Dieser zweite Schritt, diese Zeichnung, die muss nie sonderlich genau sein. Entscheidend ist nur beim Einzeichnen, wenn ihr euch das Teil anguckt, das ist doch eine Parabel. Also x mal x gibt x Quadrat. Das ist eine Parabel. So, hier ist ihre Gleichung und die ist auf jeden Fall mal nach oben geöffnet. Also wenn ich das ausmultipliziere, habe ich ja plus x Quadrat. Wieder die Lösungen aus dem ersten Schritt von der Gleichung, das sind die Nullstellen, minus 3 und plus 1. Das heißt, die Parabel verläuft dann so. So, und jetzt schaut ihr euch nochmal an. Ihr möchtet ja alle die x-Werte bestimmen, bei denen ein Wert von kleiner oder gleich 0 rauskommt. Gleich 0 ist die x-Achse, das ist in Ordnung. Hier ist größer 0, das möchten wir nicht. Hier ist kleiner 0. Das heißt, immer dieser dick schraffierte Bereich von der Parabel, da sind die Lösungen, alle x-Werte, die zwischen minus 3 und 1 sind. Die sind also interessant. Und die notiert man dann als Lösungsmenge. Minus 3, kleiner gleich x, kleiner gleich 1. Nächstes Beispiel, also hier auch wieder, wenn ihr den zweiten Schritt umgehen wollt, könnt ihr da zum Beispiel auch einfach einen Wert zwischen minus 3 und 1 einsetzen, zum Beispiel 0.
setzt es ein, findet raus, also hier einsetzen in die Ungleichung, hier, findet raus für x gleich 0, bekommt ihr einen Wert von minus 3. Der ist in Ordnung, den wollt ihr, möchtet ihr kleinere Werte wie 0. Das heißt, für x zwischen minus 3 und 0, zwischen minus 3 und plus 1, das sind die guten Werte. Und links von minus 3, rechts von 1 sind die schlechten Werte. Also so kommt er auch auf die Lösungsmenge. Jetzt schauen wir uns nochmal noch zwei Beispiele an, weil so ganz so einfach ist das Thema nicht. Hier habt ihr jetzt wieder eine quadratische Gleichung, bloß hier ist etwas schwieriger. Hier habt ihr eine Ungleichung praktisch, wo links was steht und rechts was steht. Aber auch wieder ganz normal im ersten Schritt eine Gleichung draus machen. Gleichheitszeichen setzt ihr statt im Ungleichheitszeichen. Dann bringt ihr alles auf eine Seite und seht, das ist sowas für die ABC- oder PQ-Formel. Ihr löst die Gleichung, habt zwei Lösungen, minus 1 und 2. So, und jetzt kommt wieder die Phase im Koordinatensystem. Die Nullstellen habt ihr schon mal. Schaut euch an, was ihr vorliegen habt. Ich würde euch jetzt empfehlen, bevor ihr anfangt, dieses Teil einzuzeichnen und dieses Teil einzuzeichnen, ist es doch schlauer, wenn ihr praktisch dieses ungeformte Teil einzeichnet. Also wenn ihr y gleich minus x² plus x plus 2 einzeichnet. Auch wieder eine Parabel hoch 2, nach unten geöffnet. Und die Nullstellen, die haben wir ja im ersten Schritt schon bestimmt. Also diesmal sieht das Ding so aus. Wo der Scheitel genau eckt, egal. Hauptsache, ihr seht, es ist eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Dann schaut euch nochmal an, was möchte man denn? Wir möchten, also hier ist dieses kleiner Zeichen. Inzwischen steht ja da eine 0. Also wir möchten alle Werte, die kleiner sind wie 0, kleiner wie 0, also der Ast ist gut und der Ast ist gut. Okay, welche x-Werte brauchen wir denn dann, um einen kleineren Wert wie 0 zu bekommen? Wir brauchen kleinere x-Werte wie minus 1. Also der x-Wert minus 1 selber, der führt zu einem y-Wert von 0, das möchten wir nicht. Also wir brauchen hier wirklich streng kleinere Werte wie minus 1 oder kleinere, größere Werte wie plus 2. Okay, dann zum Abschluss noch eine schwierige. Ihr habt diese Ungleichung hier mit Teil, sozusagen ein Teil ist gerade, ein Teil ist eine E-Funktion. Auch wieder, wie immer, im ersten Schritt eine Gleichung draus machen. Dann seid ihr hier. Dann müsst ihr sehen, okay, das ist wieder was, wo ich in Produktform gegeben habe, wo ihr direkt den Satz vom Nullprodukt anwenden könnt. Erster Faktor gleich 0 setzen und lösen. Die 1 kommt dann auf die andere Seite, geteilt durch 2, dann habt ihr das hier. Und wenn ihr den zweiten Faktor gleich 0 setzt, dann wisst ihr ja vielleicht, e hoch x kann nie 0 werden. Der Logarithmus aus 0 kann man nicht ziehen, das hat praktisch hier keine Lösung. Das heißt, wir haben nur eine Lösung. So, und jetzt wird es schwierig, weil jetzt müsst ihr ja dieses Teil hier einzeichnen. Eingezeichnet würde das so aussehen. Hier diese Kurve ist das. Wobei man davon ausgehen muss, dass wahrscheinlich nicht jeder das hier so locker einzeichnet. Dazu müsst ihr euch dann vielleicht klar machen, okay, eigentlich dieses e hoch x, dieser Faktor, der hat ja immer positive Werte. Das heißt, das Vorzeichen von dem Gesamtausdruck von dem Produkt hier hängt eigentlich nur davon ab. Das heißt, es reicht in dem Fall einfach nur, wenn ich diese Gerade hier einzeichne, das ist nämlich die hier, die geht so hoch und ich denke, die kriegt man ja locker hin mit einzeichnen. Genau, weil die bestimmt das Vorzeichen von dem Gesamtterm. Also nochmal, e hoch x nimmt nur positive Werte an. Deswegen, das Vorzeichen von dem Gesamtausdruck wird eigentlich nur von dem hier bestimmt. Okay, dann schaut man sich die Gerade an und sieht, wenn ich einen größeren Wert wie 0,5 einsetze, habe ich einen positiven Wert. Wenn ich einen kleineren Wert wie 0,5 einsetze, habe ich einen negativen Wert. Und ich möchte ja, dass der Gesamtausdruck einen positiven Wert hat. Deswegen ist also für mich der Teil hier, diese x-Werte ab 0,5 sind für mich die richtigen, x größer 0,5. Oder aber, wenn euch das jetzt völlig suspekt ist mit diesem Einzeichnen, umgeht einfach diesen zweiten Schritt, dieses Koordinatensystem. Ihr habt eine Lösung, x gleich 0,5, dann setzt ihr einfach entweder ein kleinerer x-Wert ein oder ein größerer x-Wert. Also zum Beispiel, wenn ihr für x gleich 0 einsetzt, dann habt ihr hier insgesamt minus 1, das gibt 2 mal 0 gibt 0, minus 1, minus 1.
minus 1 mal e hoch 0, e hoch 0 ergibt 1. Wenn ihr minus 1 einsetzt, habt ihr also einen kleineren Wert wie 0. Das heißt, die Werte links von der Nullstelle, die kleinere Werte als 1,5, die sind schlecht. Wir brauchen Werte, die größer sind wie 1,5. So kommt man dann auch zur Lösung.